Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. So, heute Vorbereitungsturnier, Leute. Ein schönes kleines Vorbereitungsturnier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man das heute abliefern, Leute. Schöne Vorbereitungsturnier. Na, und ich habe das neue Vorbereitungsturnier, schöne von neue Vorbereitungsturnier für diese neue Saison. Die schönen neuen Vorbereitungen zu nehmen, bin ich mal gespannt. Mit unserem neuen Torhüter, Leute, du Naruma, haben wir uns jetzt mal geleistet. Wir haben ja auf knapp 100, über fast 200 Millionen Gold, Leute. Dann kann man noch bei neuen ewig wieder wahrscheinlich nicht mehr spielen, Leute. Und wie gesagt, Leute, heute werden wir dann die Torhüter testen. In den Testspielen, die drei Testspiele, wird immer ein Torhüter eingesetzt. Wird immer ein Torhüter eingesetzt. Sozusagen wird immer einer eingesetzt. Sozusagen. Und so machen wir, wird immer ein Torhüter eingesetzt. Heute, so werden wir mal gucken. Heute würde ich sagen, kriegst Tell eine Chance und wir nehmen mit. Dafür nehmen wir ihn ins Team. Ich würde fast sagen, in dem Team tun wir das Startteam nehmen. Nur machen wir ihn. Der geht raus, dafür nehmen wir. Er. Er für Karwinger und dann nehmen wir. Stanisic für Upamecano. Und so werden wir mal in den Testspiele machen. Beide Testspiele. Ja, die Saison war halt, die letzte Saison, die deutsche Meisterschaft war halt, wurde halt sehr souverän. Wir wurden souverän deutscher Meister, sagen wir mal so. Sehr souverän wurden wir deutscher Meister, müssen wir sagen. Wie gesagt, wir wurden sehr souverän deutscher Meister. Und wenn es noch irgendwie Probleme im Team gibt, wir können ja immer noch Spieler dann nehmen, weil wir haben ja, wie gesagt. Wir haben ja einige Spieler uns jetzt geholt. Ja. Und jetzt gucken wir einfach mal. Oh, heute regnet es einen Wind. Wie gesagt, wir werden alle drei Torhüter in den Testspielen testen, sozusagen. Und einige Spieler werden wir nachher mal testen, rausnehmen, gucken, wie wir es spielen. Fängt schon mal gut an, Leute. Fängt ja schon mal gut an. Ja, aber die Testspiele werden eh nur eins. Wir werden die Spiele. Die Testspiele sind ja nur so.
Testspiele sind ja für die Teams nach der Winter, nach der Sommerpause und nach der EM, wo wir ja Deutschland Vize-Europameister wurde und England mit Kane Europameister wurde, müssen sich ja die Teams jetzt ein bisschen wieder finden, Leute. Und das sind die drei Testspiele, die wir jetzt ja wieder haben gegen starke Teams, Leute. Gute Teams. Wo es um die, wo man schön, und wo Harry Kane ja zum Spieler des Jahres wurde. Wo Harry Kane zu einer der besten, zum besten Spiel des Jahres wurde. Wo Harry Kane zum besten Spiel der Saison wurde. Moment, heute spielen wir unser 50. Spiel, Leute, im Film. Das 50. Spiel für den FC Bayern Schwimmer. Wir wollen heute ein schönes Spiel machen. Ein bisschen Chance arbeiten, Teams ein bisschen spielen lassen. Und einfach die Mannschaft wieder ein bisschen in Form zu bringen, leider. So ist unser Ziel, Leute. Einfach ruhig, schön die Saison ruhig starten, ohne viel Umhalt. Nach der Europameisterschaft sind ja schon einige um wieder Startplätze zu kriegen. Ein paar Spieler vom FC Bayern sind ja wieder zurückgekommen von der Leihe. Einige Spieler wurden ja verkauft oder wieder was. Oh, das war, glaube ich, fast abseits geworden, glaube ich, Leute. Drei-eins Bayern serviert Man U mal hier bei ihrer Zuckerpass und Kane ist wieder da, wo aller Kane ist wieder und feiert, Leute. Er fängt wieder an zu ballern, Leute. Kane. Und Kane fängt wieder an. Kane. Ah, können Sie kommen, mal ist wieder eine Art, bin ich.
Ja, 3-0, 3-1. Ah, Mann, boah, da hätte man die Mitte passen müssen, Leute, auf Kane. Aber Kane war noch nicht so zentral in der, im Mittelfeld, in der Offensive. Ah, schade, auf Kingsley kommen. Die Idee war richtig und schön gut gespielt. Schade, Menu macht mich. Ja. Oh, die erste Hälfte ist schon fast rum, Alter, mit Donnarumma, Alter, eine Top-Verpflichtung, Leute. Ja. Top-Verpflichtung, wir hätten in der Defensive einen. Ja, wir hatten im Tor oder in der Defensive, wir hatten in der Abwehr eine. Ja, das war unser Fehler, weil ich dahin mit Musiala gerannt bin und nicht einfach wie immer so ein bisschen ruhig aufgebaut habe. Das war unser Fehler, muss ich sagen. Ja, die Idee war nicht schlecht, aber dann wurden ruhig weiterspielen. So. In der zweiten Hälfte werden wir einige Spiele eine kleine Pause geben, Leute. Komar kriegt eine Pause, Sané kriegt eine Pause. Dann würde ich schon kriegen. Okay, macht eine viel Teil. Und so mal komplett ein bisschen gewechselt, die Offensive, die Teams. Und jetzt war. Beim Regen ist immer unser Problem. Die Regenwetter sind auch immer die. Ah, die Bälle sind da. Da müssen wir uns noch ein bisschen gucken, wie wir die besser hinkriegen. Da müssen wir noch gucken, wie wir die Mannschaft besser hinkriegen. Okay, das war jetzt ein Satz, nicht so unser Vorteil, wie wir spielen wollen. Ah, 3-3. Puh.
ruhig bleiben. Am Löschen. Gnabry hat ein paar. Junge, warum kommt, geht der Gnabry nicht hoch, Alter? Vom Gnabry geht der Ball hoch, Leute, Pech. Von Gnabry, ja. Oh Mann, die zwei Tore waren vermeidbar gewesen, Leute. Die beiden Gegentore wären vermeidbar gewesen, Leute. Muss man ehrlich sagen, Leute. Die zwei Tore hätten vermeiden. Ah, okay, jetzt sind wir ein bisschen im Moment. Ja, da hat die uns, die hätten uns einfach nicht in den Abwehr einfach gesprungen gepasst und bisschen freie Feld ist, Leute. Oh Mann, die drei Tore, die drei Tore. Oh Mann, oh Mann. Aber es, die Mannschaft spielt sich. Die Mannschaft spielt kein schlechtes Spiel, Leute. Auch mal ein bisschen Pech zurzeit. Weil es dann am Ende ist ein bisschen eingebrochen und dann wurde der Weg immer enger. Da wurde der Weg immer enger, immer enger, immer enger von. Da wurde der Weg immer enger, Leute, und dann irgendwann. Junge, wir spielen ein gutes Spiel, muss man nochmal. Ne? Ja, zum Ende der zwei.
Ja, jetzt, zum Ende irgendwie wollen wir jetzt die Bälle mehr allein nur vor wie, wo man die Bälle einfach nur alleine ins Tor tragen, Leute. Und das geht noch nicht immer. Ne. Ja, und jetzt wird es ein bisschen zu bitter, Leute. Jetzt wird es ein bisschen bitter, Leute. Ah, schade, nicht durchgekommen. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ah, die Mannschaft, wir spielen. Da muss man einfach. Okay, ah, die Tor, die wir hier kassiert haben, das Ergebnis war zu hoch. Muss man. War ein bisschen zu hoch, Leute, aber. Waren zwei, drei Tore. Hier ein Unterschied wäre verdient. Aber wenn man Immobile drei Tore reinballert und er hat, da war halt mega gut, dann muss man. Dann müssen, ach, dann war es klar, Leute. War Pech. War halt. Ne. Weil die wollen Kehr. Oh, Alfonso Davies soll ein bisschen auf Leistung. Ja, das Spiel war nicht so unser heute, aber. So, der nächste geht auch mal vorbei. Nächste Layout. Die nächste Einjahresleihe machen. Man macht immer nur, ja, ja werde ich nur Jahresleihe machen. So, und dann jetzt und ja, so gucken wir einfach mal. Ja. Leihe mal wieder einen aus. So, jetzt geht's gegen. Die und ja, jetzt wird es auch mehr sein, dass mehr auch Abgänge sind, weil jetzt langsam die. Dinger kommen, die Leihangebote sind jetzt langsam vermittelt, Leute. Und jetzt, sozusagen, jetzt werden sie angenommen, Leute. So, Leute, aber ich würde sagen, gegen Western United spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Oh, jetzt haben wir noch einen Pass. Okay, da haben wir die. Okay, da können wir die fett. Okay, man können die jetzt fertig machen, Leute, bevor man da jetzt weiter. Somit, aber ich würde sagen, Leute, somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss.
Bis dann und Peachy, bis demnächst.